lief dann doch nicht so wie gewünscht. Ich bin in Gleschendorf. Wir haben es 5.20 Uhr. Ich war schon um 5 Uhr hier. Habe noch mit denen ein bisschen gequatscht, weil die Auflieger sind nicht fertig. Ich dachte eigentlich, die wären alle, die wären schon fertig. Dem ist nicht so. Nicht vor 8 Uhr. Weil die fangen jetzt um 5:30 an zu laden. Und dann fehlt noch Ware, die aus Timmendorf kommt, aus dem Hauptwerk. Ja, und ich sehe gerade, das ist auch so was. Bei manchen Sachen fragt man mich, fragt man sich, wie das kaputt gehen kann. Mein Aufwärter, den ich mitnehmen soll. Die Kontrolllampe, die draußen am Auflieger ist, die dem Fahrer während der Fahrt mitteilt, ob alles in Ordnung ist. Dann leuchtet die grün. Wenn sie am Strom ist, leuchtet sie grün und blinkt im Abwechslung orange-grün, orange-grün. So, ihr seht das? Dieses ganze Ding ist kaputt, weil normalerweise ist hier vorne hier auch noch ein Schutzschild drüber, sag ich mal. Komplett rausgerissen. Also wie schafft man denn sowas? Also bei manchen. Voll geil. Ja. Muss ich. Huch. Eine Schadensmeldung schreiben. Was ist denn hier immer auf meinem Pulli? Egal. Blödes. Ist auch ein Nagelneuer Kühler. DK1687. Ja, egal. So. Auf Pause stellen. Fenster hoch. Licht aus. Und da ins Bett. Bis um 7:30. Ja. Nichts mit 10 oder 11 Uhr Feierabend. Oder später. Ich bin kurz vor Marburg. Soll ich nochmal umdrehen oder was? Du weißt es ja nicht, weil ihr sonst immer A5 fährt, deswegen frage ich ja jetzt ja noch. Falk hat zu mir gesagt, Wolle, gib Gas, dann schaffst du es noch. Also. Also, zur Not werden wir mal liegen bleiben. Ich werde aber mit Sicherheit Wein oder so bestimmt drauf haben. Irgendwo. Können wir uns dann brennen, sagst du? Es hat ein bisschen Schnee gehabt auf der B3. Das war zwischen Lieschheid, das Loch hier, wo ich parke, Lieschheid und kann ich noch? Ja, fahr doch mal. So. Ja, pst, 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 pst. Das war zwischen Lieschheid und Gilserberg, diesen Berg da hoch. Da war so ein bisschen schneebedeckte Fahrbahn gestern Nacht, gestern Abend. Wann war es? 22 Uhr, 21:30 Uhr, so in dem Dreh. Ja. Jetzt bin ich bei Scania. Lass hier mein Auto stehen. Mein Arbeitskollege kommt dann gleich mit dem LKW, holt mich hier ab.
weil wir haben eine Fehlermeldung seit gestern. Motorstörung. Dann habe ich angerufen, bei uns erstmal in der Werkstatt, dann habe ich hier bei Scania angerufen in Nordheim. Die haben den LKW online ausgelesen, also während ich gefahren bin, haben sie den LKW ausgelesen. Das ist möglich, ja, wir leben im Jahr 2021, ja, das geht. Und die haben festgestellt, dass irgendein Temperaturfühler in dem Abgasstrang falsche Werte vermittelt. Und das müssen sie sich heute genauer angucken, wahrscheinlich, oder nicht heute, sondern morgen. Wahrscheinlich wird dieses ganze Teil, also der misst einmal vorm Filter und einmal nach dem Filter. Und irgendwo ist der kaputt, der Fühler. Und gibt dann so halt dem System falsche Werte. Deswegen wird das gemacht. Ist in dem Wartungsvertrag mit drin. Glaube ich auch in der Garantie noch. Ich weiß es gar nicht. Ist mir auch Latte. Also Firma hat es Go gegeben. Ähnlich wie bei der Inspektion. Ich stelle mein Auto hier hin. Fahre dann meine Tour. Komme dann heute Nacht auf dem Autohof. Hänge den Auflieger ab. Fahre hierher. Stelle den LKW hier hin. Steige mein Auto. Fahre nach Hause. That's it, das machen wir jetzt. Jetzt warten wir mal auf meinen Kollegen. Und dann geht's in die Firma. By the way, es ist Freitag. Habe ich erwähnt, ne? Ne, habe ich nicht erwähnt. Ist egal. Mal gucken, wie es heute wird. Schneemäßig. Mal gucken. Wir haben es jetzt 13.42 Uhr. Kommen wir ja unten natürlich wieder zur Zeit an. Auf dem Hof, so 17 Uhr. Da ist immer, kann alles sein. Extrem voll oder extrem voll. Da kommt er. Mein Taxi. So, ich bin im LKW. Ich programmiere gerade mein Navi. Ja. Also ich habe jetzt den LKW übernommen. Mein Kollege fährt gerade nach Hause. Er muss dann zurück zum Auto fahren, weil sein Auto steht ja auf dem Autohof. Immer Gudelmuddel. Aber das ist tausendmal geiler, wie als wenn wir Mercedes fahren würden und der LKW würde in unsere firmeneigene Werkstatt kommen. Dann ist es nämlich meistens so, dann räumst du den ganzen LKW aus, weil du einen anderen kriegst, weil er einfach da bleibt. So kann ich es hier wunderbar machen, übers Wochenende. Ich muss nichts ausräumen, außer meinen Tisch, weil hier oben mein Poppy, ich kann ihn nicht verschließen. Und der ist auch nicht mehr so ganz so fest. Und wenn sie das Fahrhaus kippen, dass das abgeht und die ganze Soße läuft hier vorne in Lüftung. Riecht dann zwar extrem gut für ein paar Tage, ist aber trotzdem scheiße. Deswegen werde ich den Tisch nachher heute Nacht kurz ins Auto packen übers Wochenende. Ja, so machen wir es. So, jetzt ist mein Navi aus. Was ist denn hier wieder los? Erstmal machen wir ganz wichtig Nachtmodus an. So, das haben wir. Jetzt gucke ich mal kurz, ob es wieder Nachrichten gab, dass wir mit, genau, alle Fahrer, genau, das wollte ich nämlich wissen. An alle Fahrer auf dem Weg nach Niederkleen. Heute am Freitag ändert sich die Hofabwicklung in Niederkleen. Alle Fahrer mit Frische, Brot, Stückgut, Ladungen, also alle Fahrer mit Frische, Brot und Stückgutladungen aus Timmendorf, Frankfurt, Dreieich, Nepfen, Steinbach, Blankenfelde und Pervenitz fahren nicht. Betrifft uns auch, weil wir haben dran, Wuest. Fahren nicht über den Magna Park, also oben, wo ich immer durchfahre, habe ich schon mal gefilmt, zu unserem Firmengelände, sondern von vorne herum. Über die Straße von Butzbach, Pulgöns, Rechtenbach her. Diese dringend für den Umschlag benötigten Fahrzeuge werden je nach Betrieb auch ohne Waschen an die Rampe fahren. So, das wollte ich gucken, ob das heute wieder kam, weil es ist nicht jeden Freitag so. Jetzt ist es so. Dann machen wir das so. Ja. Ja. Ich muss noch ein bisschen warten, bis meine Hämmerchen da oben die vorgeschriebene Zeit haben. Was ist das jetzt hier? So rum? Ach, Kinders. Das ein letztes Mal und dann nachher auf dem Autohof abhängen. Habe ich schon gesagt. Dann holen wir wahrscheinlich am Samstag den LKW wieder ab. Wenn er schon fertig sein sollte. Aber ich gehe mal von aus. Ich muss ja Montag wieder fahren. Dann holen wir den Samstag wieder ab. Wochenendruhe ist auch kein Problem, weil wir ja alle 14 Tage ein langes Wochenende haben.
Also wenn ich jetzt dieses Wochenende verkürze, kann ich am nächsten Wochenende problemlos meine Stunden wieder nachholen. Also ist alles safe, wenn jetzt wieder welche sagen, das ist aber gar keine 48 Stunden Pause drin, alles safe. Ich kann nächstes Wochenende, habe ich von Freitagmittag bis Montagmittag, habe ich ja Wochenende und kann dann mein Wochenendausgleich vornehmen. Dafür ist gesorgt, weil sonst würde ich das nämlich nicht machen. So, Papiere, bla bla, haben wir, ja. So, dann würde ich sagen, wenn noch mal gequatsche, hier ist die Lüftung aus, das ist doof, die soll anbleiben. Dann brumme ich erstmal los, weil Akku muss ein bisschen laden, der ist leer, hängt zwar schon dran an der Strippe, da, aber wenn ich die Kamera anhabe und labere und dann lädt die nicht so schnell wie ich. Ja, Freunde, mit Samstag Film, das ging nicht, weil ich habe die Kamera vergessen. Ich Dulli, es tut mir leid. Wir haben es jetzt Montag früh. Was haben wir es denn? 2.28 Uhr. Und ich fahre jetzt los. 10 Minuten Hammer Time vorbei. Jetzt wollen wir mal nach Stelle fahren. Da haben wir 6:30 Termin. Ich fahre immer so los, dass ich immer eine Stunde Luft habe, immer eine Stunde Spiel. Kann ja immer was sein, Stau, Vollsperrung, keine Ahnung. Deswegen fahre ich immer so los. Na, wie sagt man jetzt, Ankunft 5.20 Uhr. Also habe ich schöne Stunde Spiel oder Zeit, Puffer, so. Deswegen so, Abflug, Abfahrt, Spiegelheizung, nein, nicht die. Ja, ich habe den LKW geholt am Samstag. Diese Abgasanlagengeschichte wurde ja gemacht, diese Abgasfühler, habe ich euch ja gesagt. Und es wurde noch gleichzeitig der Turbo getauscht, obwohl er gar nicht kaputt war. Das war, die von Scania haben gesagt, das war keine Rückrufaktion in dem Sinne, aber irgendwie so eine Vorsorgeaktion. Das betrifft wohl alle Scania, also alle Scania oder alle Scania einer bestimmten Baureihe oder eines bestimmten Zeitraumes bekommen von Scania ja kostenlos einen neuen Turbo verbaut. Das wurde am Samstag auch gleich gemacht. LKW muss aber trotzdem nochmal in die Werkstatt, weil vorne rechts ist am Freitag auf dem Weg quasi nach Hause nach Nordheim der Reifendrucksensor kaputt gegangen. TDM-Fehler. Wenn man auf Reifendruckkontrolle geht, siehst du überall an den Reifen die Drücke, nur vorne rechts nicht. Das müssen sie bestellen. Wenn das da ist, fahre ich ganz kurz vorbei oder mein Kollege, weil da müssen zwei Radbolzen gelöst werden. Alte Sensor ab, neue dran, zwei Radbolzen wieder drauf, fertig ist die Laube. Also keine große Geschichte. Ja. Naja, fahren wir es erstmal. Ach ja, nach Stelle. Keine Staus und nichts laut Navi zu erwarten. Das ist auch schön. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich befinde mich gerade hier auf der, was ist das, die B71, weil die Autobahn A7 ist zwischen Soltau und Bispingen, so wie ich mitbekommen habe, in beiden Richtungen voll gesperrt. Ja, aber leider ist hier die Umgehungsstraße oder die Umleitungsstraße, wie ihr seht, nicht gestreut, gar nichts. Ich bin jetzt nicht die letzte Ausfahrt runtergefahren, falls ihr euch wundert, weil hier kaum Verkehr ist. Weil ich bin schon eine Abfahrt vorher runter. Aber ich soll hier gleich so ein bisschen Stau haben. Wo dann wohl die anderen LKWs alle von der Autobahn kommen. So, da ist jetzt Kreisel und wir müssen nach links Richtung Hamburg raus. Aber ihr seht, hier ist immer noch kein Verkehr. Das ist aber eine Scheiße hier. Normalerweise würden wir jetzt von da kommen. Das hier ist jetzt wieder mein normaler Stammweg zum Kunden. Zum Kunden habe ich jetzt noch 29 Kilometer über Land. Ich hoffe mal, die Straße wird hier ein bisschen besser.
Ach ja. Aber ich bin immer noch pünktlich in der Zeit. Ihr wisst das, 4 Uhr Termin. 3.55 Uhr bin ich da. Ja. Kommt der Zug. Da kommt er. Können wir Gang reinmachen, ne, Falco? Dann kommen wir hier auch weg. Bin übrigens gerade auf dem Weg von Timmendorf nach Gleschendorf. Ja. So mit O, auf hier tauschen Gleschendorf, bin auf dem Heimweg und das, was da drüben ist, das will ich nicht auf meiner Seite sehen, dass hier irgendwie Polizei und irgendwie Stau wegen Schnee oder irgend so ein Klimbimbam ist, weil ich habe jetzt genau 40 Minuten Fahrzeit weg und brauche noch genau 3 Stunden 50 bis nach Hause. Macht Adam Riese, ich müsste genau mit 4,5 Stunden in Nordheim ankommen. Wenn unterwegs nichts mehr ist. Was bei dem Wetter heute, also ich gehe davon aus, es klappt nicht, dass ich irgendwo im Stau stecken werde. Navi bis jetzt sagt noch nichts, nur drüben halt gerade hier, weil da ein Streifenwagen auf den Seitenstreifen steht. Na, geht schon los, Freunde, geht schon los. Ja, weniger. Oh ja, das ist aber Tiefflug hier, der Hubschrauber. Ja, kannst du mich mitnehmen nach Hause, Junge? Einmal Seilwinde runter, hochwinschen und dann geht's ab, die Luzi.